Thron wird aufgerichtet. Hier ganz schneller Töll. Man hat halt diese leichten, akzentuierten Bewegungen, die so typisch sind für diese Mutter von Orvastain und von Aulhörn. Und richtig viele Gänge, alle Gänge. So das beste Fana-Jungpferd, was ich bisher gesehen habe. Ich glaube, die Mutter kann auch schon raus. Freude. Und toll ist auch diese Aufwärtsgaloppade. Bewegungen wirklich hoch, weit und vor sich hergetragen. Und dann eben auch so diese großen, runden, geschmeidigen Bewegungen. Das ist schon toll. Gute Aufrichtung und Genickhaltung. Immer wieder guter Tölt-Ansatz. Und das kann so spielen mit der Spannung. Es schmeißt richtig die Hinterbeine unter den Körper, kann dadurch schieben und tragen. Hat auch eben sehr, sehr viel Pep. Ja, tolles Fohlen. Ganz energische Bewegungen und sehr viel Aktion. Und so, dann haben wir die Noten. Ausdrucksvolles Fohlen mit extremer Gangweite, hohem Tempo und Treffen fällt. Selbstständig. Ja, das ist ein schickes Fohlen. Ja, das ist natürlich schon eine andere Bewegungstechnik. Ich glaube, das können alle gut erkennen. Schickes Fohlen. In einer sehr schönen Haltung. Da würde ich eigentlich fast denken, dass es fünfgängig ist. Sehr viel Tönt.